Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem offenen Arsch. Wir werden mal den Tieren alle gleich Wasser geben. Jetzt beginnen wir mal den Kühen. Und auch mit durch. Ja, Wasser hat noch gefehlt. Runde wäre keine Gefahr, aber wir geben doch Wasser, ne? Nicht so schwer, da komme ich rüber. So wird laut. So. Wasser. Wir haben die ersten Kälber da, 3 Stück oder 4. Aber die werden wir heute auch nicht umsteuern, die werden mal Dings. Das schon, die werden mal den Tieren Wasser geben. Und dann werden wir Mist nachher Richtung Produktion fahren. Da haben sie jetzt alle genug. Wir geben sie jetzt mal Wasser und dann Mikrofon von mir. So, auch nochmal ganz kurz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Der Marsch. Wir geben den Tieren jetzt Wasser. Ich habe ja vorne Mikrofon weit weg. Noch gesehen. Missgeschickt wie immer. Ja. Schweine haben wir auch bekommen, Nachwuchs. Aber uns wird noch Geld für den Schlachthof. Also ich will jetzt keinen weiteren Stall kaufen. Sondern abwarten bis. Ja. Bis wir da. Schlachthof haben, dann können wir den Stall leer machen. Ich werde sogar umtakten, also im Prinzip, dass wir einen weiteren Stall bauen, einen größeren und den kleinen, weiß ich nicht genau. Das geht darum, dass ich im Prinzip Schuchschweine extra haben möchte und die Schweine, die zum Verkauf gehen, die dürfen ganz gerne ja ein großer Stall sein, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus, aber leider ist hier punktlose Tracking, ne? Also anscheinend ist es hier vorne irgendwie da mit verbunden. Ich bin eine Pumpe, aber die Pumpe ist mit Notfall hier mit der Silos. Man kippt halt hier ab. Gülle haben wir drin hier. Das heißt, irgendwann werden wir die Gülle auch zu BGH fahren. So, dann mal kurz gucken im großen Menü, ob wir nichts vergessen haben. Ja, da geht schon aufwärts. Da ist voll. Da füllt sich. Da füllt sich aus. Oder schon wieder. Ach. Verfressen oder auch hier. Ein Stall muss man nach Futter haben. Die ersten Stall muss man Futter haben. Ach Mann. Junge, das gibt's doch gar nicht. Ah, da haben wir unser Gerät noch da. Können wir gleich nutzen. Den machen wir gleich sauber. Ja, ansonsten kann man ein bisschen Holz machen, ne? Feldbau geht ja nicht, ne? Ne, haben wir zum Glück nicht. Ein bisschen ist ja schön, ne? Aber so viel ist auch nicht gut. Das liegt doch gar nicht so viel. Runde alle. Ah, das ist ein anderer Stall. Aha, okay. Da haben wir hin. Ach, gut, da haben wir Futter ja vorhanden. Ne? Das ist der Ort. Ne? Da wollen wir bloß hinfahren, machen sauber und gehen Futter. Das kann auch sein, weil die im Prinzip jetzt gerade neue Pferde gekriegt haben. Dadurch ist der Bedarf an Futter von Fliegen. Ist aber normal. Würde bei Umstallen sofort wieder normal gehen. Wir fahren nochmal rüber. Ja, mein neuer Mundschutz ist nicht da, ne? Die Lieferung verzögert sich. Kommt wohl aus China. Ja, gut, da heißt Geduld haben. Ich habe meine Mundschutz mal gesehen. Da waren Lieferzeiten 1 bis 3 Monate. Ja, gut. Wie ich das geahnt hätte, aber man kann sowas nicht ahnen.
der Kram voll Wasser. War da wirklich viel Wasser gewesen? Ja, das sind die 1.5 Version. Heute aktualisiert. Gestern kam sie raus, also gestern am Freitag, nee, Donnerstag, den 5. März 2020. Ne? Vollständig, ne? Wie gesagt, die Produktion ist glaube ich 1.7. Wäre für mich nicht so relevant gewesen, aber wie gesagt, ab und zu macht man Updates auf der Produktion und dann ist es ganz gut, wenn man da Neueste hat. Kann ich schauen. Jetzt bist du noch zum Theater gemacht. Gut, ist halt so, ne? Das ist unser großer Anhänger für Futter. Der wollen wir schauen. Stellen wir unter das Dach ins Fach. Da klicken wir durch, ne? So, das sagt gut. Das ist nur ein Traktor. Oder immerhin, ne? Ebenfalls ein Drescher, Sackmaschine, ja, das Fräse, K2, das ist der mit Anhänger auf dem Futter. Da muss ich kurz überlegen, für Schweine reicht der kleine aus. Traktor. Weil ich will immer Tiere erledigen, das wird alles, dann müssen wir jetzt wegfahren. Dann wird ja ein bisschen viel, ne? Die Scheißerchen scheiß alles voll. So, vom Traktor haben wir hier im Stall. Ne, Quatsch. In der Garage. In der Halle. Nehmen wir einen von den Beinen. Sind beide identisch, aber für einen kleinen Anhänger reicht es aus. Ja, so ist okay, zwei kleine wendig und schnell, aber ausreichend für den kleinen Hänger. Sound bisschen schlecht, aber sonst geht's. Für den Schall reicht das. An der Stelle hätten wir einen anderen genommen, den großen, weil wir wollen es oft fahren. Leider ist das Futter alle von der Brauerei, aber die Stange schloss ich heute her. Können wir morgen mit holen. Aber da. Ist ja noch was da. Das wird nicht reichen. Oh, doch. Wird reichen. So, dann gucken wir mal, was die Trolle. Alt S. Wieso? Das ist der Stall. Achso, das ist der andere. Jo. Das ist der andere 90er Stall. Das heißt aber auch, wie man vor der Gesundheit hat. Gut. Ich hab mir den Stall geirrt. Deswegen werde ich auch entsprechend da einen Stall weniger machen, also von 7 und 2 insgesamt, 2 große. Und sieht man auf langer Sicht doch besser und einfacher Kaffee, also der erst passt. Wir machen nochmal voll, wir haben noch Geld. Bei Holz läuft alles. Denke ich mal.
Ja, und ansonsten, die anderen müssen, also Bier läuft noch, solange Hopfen da ist. Hopfen wird auch nicht mehr lange halten, erreichen. Deswegen müssen wir auch da entsprechend später mehr anbauen. Etwas mehr. So. Ich dachte nur, die Felder, wo die Rüben und die Knochen waren, die beiden. Erstmal. Und mal sehen, wie das von hier kommt. Auch von hier von den Schweinen ausreichend Fleisch kriegen zum Verkauf, um da entsprechend zu reagieren und im Grunde ja, eine Fleisch verkaufen und dann Fell kaufen. Ne? Fell so groß wie möglich, so klein wie möglich. Also hier Fell zu machen, Blödsinn. Ja, Blödsinn kann man tun, ne? Also in Anführungszeichen. Ne? Das müsste der Stall hier vorne sein. Mal schauen, wo Mystik ist. Da müssen wir immer unseren. Ja, da haben sie viel Mist gemacht. Ist aber Schweinefutter, von daher ist das nicht ganz so schlimm. So, mal gucken, die Zeit. Ja, ich habe den Countdowns hier nicht genommen. Das heißt aber auch gut Deutsch, aufpassen. Sonst verplapper ich mich und dann ist eine Stunde rum, ne? Kann passieren. So. Ja, und solange das mit der Elgato nicht so klappt, wie es klappen soll, fahren wir mit 30 FPS. Sowohl im Spiel als auch eine Aufnahme. Die Aufnahme geht eh nicht anders. Anders geht nicht her. Und da wäre Blödsinn, wenn ich mit 60 spielen würde und 60 aufnehmen, wo es an sich nur 30 sind. Also mache ich jetzt mit 30-30. Ich denke mal, man kann den Unterschied nicht sehen. Also ich erkenne keinen. Und mal schauen. Ja, ne? Wann da entsprechend was kommt. Also soll das mit dem 6. und 16. kommen. Weil es ein langer Zeitraum, also ganze nächste Woche im Prinzip. Ich hätte gerne gesehen heute im Post, ja, kann Motor holen, ne? Hätte ich gerne gesehen, aber leider nicht. Ich will mal dazu sagen, die Post ist auch, liefert auch am Samstag aus. Nur solange mir da Amazon keinen Bescheid gesagt hat, dass er versandt ist, wird auch morgen nicht kommen, ne? Logischerweise. Also Geduld haben. Ob nächste Woche oder nächste Woche vielleicht kommt. Alles andere bringt jetzt sowieso nichts. Ne? Ja, alle Geräte, die aus China kommen, werden Probleme haben. Ne? Also, ist leider so. Aber jetzt sagen wir so, wir können ja trotzdem was machen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir nichts machen können. Nur wir haben ein bisschen länger Bedenkzeit. Ne? Was ist denn hier? Haben wir den Sturz eingerissen? Nee. Na, stabil. Gut. Das war ein Maurer, der hier gearbeitet hat. So, nochmal den Mist hier aufnehmen hier. Ja. Die Scheiße hier, ne? Das ist alles Ferkel. Ja, ich hoffe jetzt so insgeheim, der neue LS, der irgendwann mal kommt, ich hoffe nächstes Jahr, vielleicht im Frühjahr sogar schon, weil wenn die Daten haben von den Konsolen, können die ja im Prinzip sofort loslegen. Wasser haben die abgerissen, Gott sei Dank, die Daten. Das kann nicht ausgeführt werden. Gucken wir aus. So, Futter haben sie jetzt teilweise, den Rest kriegen sie mit Hänger. Da auch nicht eine Klärgrube rein. Oder eine Güllegrube. Das ist schlecht. So.
So, ich hoffe, dass soweit der Ton alles passt, dass ich nicht so laut bin, dass Takter gut zu hören ist und Musik ab und zu mal. Musik ist nicht ganz so wichtig, aber sie sollte auf keinen Fall zu laut sein. Ne? Also das ist ganz wichtig. Das ist mir ganz blöd, ich mache ja 14 Aufnahmen. Das heißt, die jetzige Aufnahme muss ich gleich prüfen. Aber dazu sagen, ich hab's nicht vergessen, ne? Einfach das Gefecht, ne? Das ist mein Problem. Dass ich zu schnell bin. So, mal Kontrolle. Tiere, Schweine. So, es haben alle grün. Okay. Das wäre eher ein großes Spanferkel, ne? So, 107, das sind alles. Oh, 1,6. 16 Kilogramm, alles Ferkel. Das sind die Muttersauen, die 323. Die großen, dicken. 33er schon mal für hier gedacht normalerweise. Ja. Das ist schon wieder ein Stall voll, so ungefähr. Aber wir kriegen hier bloß 4 rein, deswegen fahren wir nicht los. Und deswegen werden wir wahrscheinlich Kühe. Kühe haben wir jetzt 4 neue. Oh, ein Männchen haben wir 3. Das ist eine Holsteinrind, ne? Aber da überlege ich mir mal auch, wenn wir das Geld haben, dass wir da mal theoretisch mal uns ein paar Mastrinder anschaffen, die wir dann auch als Milchkühe, also als Kühe nehmen und dann die Mastrinder dann züchten. Also die dann entsprechend dann auch nutzen werden, ne? Als, naja, zum Gebären, ne? Dass wir keine Mastrinder kaufen müssen. Wir wollten die Folge jetzt beenden, ne? Also, ich sag mal tschüss und wegen Gewinke, ciao. Ja, wir müssen noch fräsen, wie ich das sehe. Machen wir gleich nachher. Tschüss und ciao, bis dann. Tschüss und Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.